Nur wenige Minuten entfernt liegt der Palacio de Montserrat. Die Anlage besteht aus dem Palast und einem großen Park. Nachdem wir den Eintritt entrichtet haben, spazieren wir zunächst einmal durch den Park. Dies hier ist eine der schönsten Architektur- und Landschaftskreationen der Romantik in Portugal. Die Gärten sind ruhig und friedlich und enthalten exotische Pflanzen aus der persönlichen Sammlung von Sir Francis Cook. Dieser finanzierte nämlich den Palast. Nach ein paar Minuten Wandern durch den Park nähern wir uns schon dem Palast. Fischtank. Ja, das ist ein guter Fisch drin, ein großer. Vor dem Palast ein kleines Fischbecken. Der Palacio de Montserrat ist ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Das edle Beispiel der islamisch inspirierten Architektur in Sintra. Der Palast ist stolz auf seine vielen kleinen Details, von den komplizierten geometrischen Mustern auf den Gittern zu den filigranen eingravierten Steinen an der Außenseite und der atemberaubenden indisch inspirierten Steintäfelung. Die vielen kleinen Details des Palastes sind so perfekt, dass sie von Englands reichsten Mann finanziert werden mussten. Wie vorher erwähnt, Sir Francis Cook, einem Händler, der ein Vermögen mit dem Export von Textilien und Wolle machte. Dieser Palast ist übrigens am weitesten von Sintra entfernt und somit viel ruhiger als die anderen historischen Gebäude. Als wir den Palast besuchten, war außer uns niemand zugegen. Erbaut wurde der Palast um 1790 vom britischen Kaufmann Gerard de Vismet. Der konnte aber aus gesundheitlichen Gründen seinen Palast nicht lange genießen und übergab ihn 1792 an William Beckford, der ebenfalls aus Großbritannien stammte und neben vielen baulichen Veränderungen des Palais sich in erster Linie der Gestaltung der Gärten widmete, die bis heute einzigartig sind und jeden sofort begeistern. Das Innere des Palastes nimmt uns mit auf eine Reise durch die Zeit.
Auch wenn viele Originaleinrichtungsgegenstände über die Jahre veräußert wurden, hat der Palast von seinem Prunk und seiner Eleganz nur wenig eingebüßt und fasziniert unter anderem durch seine feinen Stuckelemente. Im Erdgeschoss liegen die prunkvollen Empfangsräume sowie das indische Wohnzimmer, der Speiseraum und die Bibliothek. Besonders prachtvoll allerdings das Musikzimmer mit den großen Flügeln. Im Obergeschoss finden sich die privaten Gemächer der ehemaligen Eigentümer. Einige Zimmer fungieren als kleines Museum und erzählen über die Historie dieses Gebäudes. Wieder im Freien beweist es sich wieder. Katzenfutter muss man immer dabei haben. Das muss hier sein. Immer gerüstet. Nun aber nochmal ein Rundgang durch die Parkanlage. Für die Rückfahrt zum Eingang bzw. jetzt Ausgang nutzen wir dieses Gefährt. Thank you.
heute da. Ende Schluss für heute. Genau mit der Sperrstunde verlassen wir den Palast und machen uns mit Bus und Zug zurück in die Heimat. Wir haben Hunger, 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 Hunger. Essen. Tschüss zu. Hallo Metro. Hier in Lissabon gibt es in jeder U-Bahn-Station immer etwas zu bestaunen. Rechts muss ich zu versorgen. San Sebastian. Unser Ziel ist das Restaurant Vica e Agua. Der Service hier ist sehr freundlich und das Essen günstig und wirklich schmackhaft. Sehr zu empfehlen. Wir werden wieder zu viel haben. Deutsch. Sorry. Ja, das ist meins. Ja. Schwarz ist schon ein Fleisch und du hast was? Oh, du hast es mit Nein, der Paprika war mehr. Die haben immer gute Musik, witzige. Mit einem Uber-Wagen geht es dann wieder nach Hause.